Am Dienstag fand die erste Liechtenstein Islamic Finance Conference in Schaan statt. Wir haben in Liechtenstein die erste Konferenz gemacht zu Islamic Finance, also zu islamischen Finanzdienstleistungen. Das ist darum gegangen, eine breite Information aus erster Hand überzukommen von internationalen Experten. Islamic Finance ist eine Form des religiös basierten Investments. Das bedeutet, eine Anlage wird nach religiösen Prinzipien ausgewählt, strukturiert. Die Anlagegegenstände werden auch über den Investmentzeitraum nach religiösen Prinzipien behandelt. Hier geht es um die religiösen Prinzipien der islamischen Ethik insbesondere. Diese islamische Ethik ist von einer gewissen Langfristigkeit und einem Verzicht auf den Einsatz von Verschuldung geprägt. Insofern also auch gar nicht so weit weg von Liechtenstein. Ich denke, das hat sehr viel Potenzial. Islamische Finanzdienstleistungen sind ein Wachstumsmarkt. Der Markt ist nicht verteilt. Und da hat Liechtenstein mit seiner Expertise, vor allem auch in der Vermögensverwaltung, eine grosse Chance. Es gibt Überschneidungen in der traditionellen Ethik, die wir hier am Finanzplatz bereits beobachten. Auch da ist eine gewisse Weitsichtigkeit, ein Verzicht auf Verschuldung und eine Präferenz von Stabilität bereits etabliert. Das sind alles Werte, die finden wir auch in der islamischen Finanzwissenschaft. Insofern sehe ich gewisse Parallelen, die könnten eine Chance begründen. Es ist natürlich nicht einfach, ein Infrastruktur aufzubauen für das Anbieten von Finanzdienstleistungen nach islamischen Grundsätzen. Das braucht zuerst einmal ein Investment. Es braucht auch ein langfristiges Versprechen von der Leitung der Finanzdienstleistungsunternehmungen, um das zu entwickeln und auch das zum Erfolg zu führen. Themen ist einerseits gewesen, was bedeutet islamische Finanzwissenschaften überhaupt? Und das Zweite ist, wie sind diese Vorgaben mit den Regeln und den Gebräuchen hier am Standort vereinbar? Wir haben sehr viele Informationen aus den internationalen Verbindungen. Wir sind überall in den internationalen Standardorganisationen vertreten. Wir hören Sachen, wir hören Entwicklungen im Markt. Und wenn wir von Entwicklungen Kenntnis bekommen, dann glauben wir, ist es unsere Aufgabe, auch den Finanzplatz davon zu informieren.